Ihr Lieben, ich habe ja gesagt, ich zeige euch auch mal diesen Mandelteig von Dr. Eimann. Ihr braucht gar nicht viel. 4 Eier, habe ich schon aufgeschlagen. 200 Gramm von dem Mandelteig. Und 250 Milliliter Wasser. Ich nehme immer wieder ein bisschen mit Sprudel, mit Kohlensäure. Ich finde, das wird fluffiger. Ich werde die füllen. Natürlich. Mit Nuketo, Haselnuss, Schoko-Haselnuss. Der Teig mir schon mal ein klein bisschen flüssig gemacht. Das sollen Schnecken werden im Übrigen. Wa? Dann habe ich mir hier so ein bisschen Zimt zusammengerührt. Ihr könnt ihn mit Erythrit anrühren oder mit Karamelltrauben. Ja. Und das war schon im Großen und Ganzen. Euren Backofen müsst ihr vorheizen auf 175 Grad Umluft. Dann nehmt ihr eure, ich glaube, eine kleine Backform. Die fettet dann noch mal ein bisschen. Ich mache unten Backpapier drin, aber das ist auch schon fettig. Also, kein Thema. So, ich nehme jetzt hier keinen Knethaken oder sonst hier, ich rühre von Hand an. Was ein Bäcker ist, der kann auch mit Hand arbeiten. So kompliziert ist es nicht. Das geht alles. Das geht alles. Mann, haben wir noch ein schönes Herbstwetter, wa? Ja. Zimtschnecken sind ja eher was so für den winterlichen Abend, aber die schmecken so immer lieb. Und dann lasse ich ihn einen ganz kleinen Augenblick stehen. So, unterdessen rühren wir uns schon mal ein bisschen mit dem oder von dem Nuketo an. Ich habe hier ein paar schöne Walnüsse und ein paar Haselnüsse, so ein bisschen gemischt. Die möchte ich da in der Masse mit drin haben. Hinein mit dir. Könnte man so schon vernaschen. Ich mache auch gleich noch ein bisschen von dem Zimttraum mit drin. Von meinem wunderschönen Zimt. Richtet schon mal lecker. So. Und dann habe ich diese Bambusfasern. Die sind zum Ausrollen und man kann den Teig natürlich auch super mit genähten Hub und feuchten Händen anfassen. Ja, ich mag ihn lieber halb bemehlt. So. Jetzt könnt ihr den wunderschön ausrollen. Könnt ihr. Ihr könnt aber auch von Hand so ein bisschen den entformen. In Form zotteln. Macht den Teig so ja nicht. Nur versuchen so ein bisschen gleichmäßig.
Ja, und dann heben wir unsere leckere Schokomasse darauf. Das wird bei mir sowieso wieder am Rand so ein bisschen rausquellen, aber das finde ich gar nicht so dramatisch. Eigentlich lasst da jede Seite so ein bisschen randfrei. Was gibt es denn Schöneres als ein paar Noketo-Schnecken? Rezept steht natürlich wie immer unterm Video. Mal abschmecken, ja. Ist lecker. Zimtpuder einatmen ist nicht so. Ist nicht so lecker. Heutzutage traut man sich schon ja nicht mehr zu husten. So. Und jetzt rollt er so. Könnt ihr nur anhand vom Backpapier machen. Und da so ein bisschen zur Hilfe nehmen. Ich mache gerne von Hand. Gucke, ihr seht das auch, was ich hier treibe. Ihr seht, das ist ein klein bisschen klebriger Teig. Aber ist nie so dramatisch. Ja, bei mir wird wieder einiges rausquellen. Das seht ihr natürlich nicht. Ja? Hat er mich vermisst? Da bin ich wieder. Macht so ein klein bisschen die Bambusfasern ab. Über Mehl. So. Soweit, so gut. Löst es lieber immer davor. So. Und dann wird sie schnitten. Wie als ob er ganz normale Schnecken zaubert, war. Was anderes ist das auch nicht. So.
hätte vielleicht eine größere Form nehmen sollen, aber ist egal. Weil, was ich in der Form näher kriege, lege ich einzeln auf. Kein Thema. So. Mal kicken. Ich glaube, das ist schon ganz gut so. Kann man sehen? Ja, kann man sehen. Ja. Na, wenn das nicht hinhaut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und 2 packe ich noch so mit dazu. Kommt jetzt in der mittleren, auf der mittleren Schiene. Wie ihr sagt, das Rezept steht da unter. Ich zeige euch auch, wenn fertig ist. Hier ist er schon. Und da ist die Schnecke. Falls ihr euch fragt, wo die andere ist, in meinem Bauch. Jetzt decken wir das noch ein bisschen zu. Lassen das noch schön abkühlen. Unterm Handtuch. Und so schön weich bleiben. Und dann machen wir die Glasur. So, meine Hasen. Jetzt befreien wir mal aus der Form. So. Kriegt mal, so schön weich und fluffig sind die. Wie Hefeschnecken. Schick aus, wa? So. So. Jetzt bereiten wir uns die Glasur vor. Altes Schmaggelferkelchen. Das ist das Nuketo. Das kommt angeschmaggelt. Ich habe jetzt hier schon ein bisschen von der Low Carb Süße, von dem Puder drin. Wie gesagt, wie viel steht genau unter dem Video. Und dann habe ich mir ein bisschen, guck mal, Weihnachtstraum dazu gemacht. Ist hier drin. Dann kommt ein bisschen Zitrone darin. Ja, so 2 Teelöffelchen. Oder ein klein bisschen mehr. Und dann kommt Philadelphia Doppelraumstufe dazu. Gramm circa. Ja. Wenn er jetzt ein klein bisschen mehr drin macht, ist das auch nicht so dramatisch. Oder ein bisschen weniger. Wird erstmal alles schön verrührt. Schöne cremige Masse habt. Schmeckt so kurz mal ab, ob es euch süß genug ist. Ob er sagt, das ist so sauer. Das ist euch überlassen. Macht ein klein bisschen Zitrone drin. Könnt ihr ja noch ein klein bisschen mehr von diesem Weihnachtstraum
Da mache ich noch einen Flavor Drop drin. Ja. Erstmal wird unsere einzelne Schnecke damit schön gestrichen. Lecker, wa? Und dann beschmiert er so ein bisschen euren Findet auch profieren, wenn das noch ein bisschen wärmer ist. Meiner ist auch noch ein klein bisschen wärmer. Dann zieht es noch so ein bisschen ein. Wie dick ihr das drauf haben wollt, müsst ihr selbst entscheiden. Aber ich kann euch sagen, mega lecker, mega lecker. Mal so schön hoch ist auch gekommen. Ich würde sagen, lasst ihn euch schmecken.